Heute schauen wir uns an, wie wir im Funkschlüssel für die BMW F-Modelle die Batterie wechseln. Wenn ihr folgende Meldung im Fahrzeug habt, ich blende euch das mal kurz ein. Dann ist eure Batterie leer und ihr müsst sie ersetzen. Dafür habe ich hier die Ersatzbatterie, eine CR2450. Und als erstes öffnen wir den Schlüssel, indem wir hier hinten auf den Knopf drücken und den Teil rausziehen. Danach seht ihr, dass hier ein kleiner Spalt ist. In den Spalt gehen wir jetzt mit etwas Scharfem rein und hebeln quasi den Deckel raus. So, der Deckel ist ab und dann sehen wir schon die Batterie hier auch vorsichtig an der Seite reingehen. Dann könnt ihr die alte Batterie rausnehmen, steckt die neue Batterie rein mit der Schrift nach oben und steckt den Deckel hier vorne mit der Nase wieder rein, drückt das Ganze fest. Und steckt den Schlüssel wieder drauf. Damit habt ihr die Batterie schon getauscht. Das Fahrzeug erkennt die Fernbedienung, ohne dass ihr sonst was machen müsst. Und ihr habt wieder eine volle Batterie.